Herzlich willkommen allen, die sich schon eingewählt haben. Es geht heute konkret um das Verwalten von VM-Workloads auf Azure Stack HCI in Verbindung mit den ThinkAgile-Lösungen. Für diejenigen, die die letzten zwei Termine dabei waren, die wissen schon ein bisschen, was kommen wird. Da hatte ich das schon angekündigt. Für diejenigen, die heute das erste Mal dabei sind, mein Name ist Manfred Helber. Ich bin sogenannter Microsoft Most Valuable Professional. So, MVP, Microsoft Most Valuable Professional, ist eine Auszeichnung von Microsoft, die an Personen verliehen wird, die sich sehr, sehr intensiv mit bestimmten Themen beschäftigen. Bei mir ist es das Thema Cloud und Data Center, wo Azure Stack HCI dazugehört. Und wir haben im ersten Termin, das war am 15.05. und da ist perfekt, was Dragan gerade erwähnt hat, dass es im Nachgang, wenn ihr euch zu den einem oder zu allen Terminen angemeldet habt, bekommt ihr dann nach Abschluss der Serie nochmal Links, wo ihr nochmal reinschauen könnt. Beim ersten Termin ging es um die Grundlagen. Also wer jetzt sagt, oh, ich weiß gar nicht genau, was dieses Azure Stack HCI ist, dann empfehle ich, die Aufzeichnung von diesem ersten Termin nochmal anzuschauen. Ich werde es ganz kurz umreißen, aber wirklich nur in wenigen Minuten, um alle abzuholen. Dann im zweiten Termin, es war am 29.05., also heute vor einer Woche, da haben wir uns das Deployment angeschaut, weil Azure Stack HCI ist ein Betriebssystem, das auf unserer Lenovo-Server-Hardware läuft und das müssen wir natürlich installieren. Wir haben gesehen, dass es beim Betriebssystem selbst viele Ähnlichkeiten zum Windows Server gibt, aber dann wird ein sogenanntes Cloud-Based Deployment durchgeführt. Dann findet die Konnektivität zu Azure statt, weil die Idee von Azure Stack HCI ist es ja, dass wir Azure-Dienste On-Premises ausführen können. Also, dass plötzlich Azure so ein bisschen seinen Schrecken, den es für das den einen oder anderen hat, verliert, sodass da letztendlich noch Azure im Namen ist, aber eigentlich geht es um Workloads, die lokal laufen. Naja, und was ist für viele der wichtigste Workload? Für viele ist der wichtigste Workload virtuelle Maschinen. Virtuelle Maschinen mit Windows-Betriebssystem, virtuelle Maschinen mit Linux-Betriebssystem. Und genau das wollen wir uns heute anschauen. Das heißt, wir wollen heute virtuelle Maschinen verwalten auf diesem Azure Stack HCI. Das heißt, wir könnten letztendlich auch sagen, wir betreiben virtuelle Maschinen auf einem modernen Hyper-V-Host. Ganz wichtig, Hyper-V in Verbindung mit dem Windows Server gibt es weiterhin. Also wir schauen uns das Thema nicht an, weil das irgendwas von Microsoft ablöst. Das heißt, Windows Server inkludiert in allen Editionen Hyper-V als Hypervisor. In Azure Stack HCI haben wir die besondere Form, dass wir eine sogenannte hybride Lösung haben. Und in dieser hybriden Lösung schaut so aus, dass wir ja on-premises unsere Validated Partner Hardware haben, also die ThinkAgile-Lösungen von Lenovo. Darauf nutzen wir Hyper-V. Naja, und dann nutzen wir Windows Server VMs oder Linux VMs oder containerisierte Workloads, die wir, und das ist jetzt das Spannende, aus dem Azure-Portal heraus bereitstellen können. Das heißt, wir nutzen Azure mit all seiner Leistungsfähigkeit und Mächtigkeit, um unsere On-Premises-Infrastruktur zu verwalten. Ja, und da würde ich sagen, schauen wir jetzt mal ein bisschen rein. Das heißt, ich wechsle jetzt direkt in die Live-Demo ins Azure-Portal hinein. So sieht das aus, wenn wir das Azure-Portal aufmachen. Und im Azure-Portal, ja, gibt es natürlich ganz, ganz viele ja, Bereiche. Also wir können da natürlich auch unsere nativen Azure-Services deployen. Das wollen wir aber gar nicht machen, sondern wir wollen ja gezielt auf unserem lokalen Azure Stack HCI ja, Systeme bereitstellen. Ich habe da im Hintergrund bloß schnell mal noch mein Zoom-Tool gestartet, damit ich euch das auch gleich ein bisschen vergrößern kann. Ich gehe hier mal auf Azure Stack HCI im Portal und das Schöne ist hier schon mal, es gibt eine Übersicht, wo ich all meine Azure Stack HCI-Ressourcen sehe. Also wir sehen bei mir, ich habe insgesamt 12 Azure Stack HCI-Cluster. In diesen 12 Azure Stack HCI-Clustern habe ich insgesamt 27 Knoten und in Summe 50 virtuelle Maschinen, die bei mir bereitgestellt sind, verteilt über alle Cluster hinweg in meiner Umgebung. Jetzt, wenn ich auf die Cluster draufgehe, All Clusters, kann ich mir mal einen Cluster raussuchen. Und zu diesem Cluster haben wir natürlich verschiedene Verwaltungsmöglichkeiten. Wir wollen es uns aber gezielt um die sogenannten Resources kümmern. Da geht es um das
Management von virtuellen Maschinen. Und ganz wichtig an der Stelle, ich bin gerade im Azure-Portal. Was wir hier sehen, ist portal.azure.com. Alles, was ich hier mache, passiert auf meinem Azure Stack HCI Cluster auf der Think Agile Hardware, die bei mir in Würzburg steht. Also ich komme aus Würzburg, da steht auch diese Umgebung und ich nutze das Portal, um dort Workloads bereitzustellen. Und das ist super spannend. Und jetzt muss man wissen, wenn man unter Hyper-V eine virtuelle Maschine anlegt, dann hat die virtuelle Maschine virtuelle Prozessoren, virtuelle Festplatten, virtuelle Netzwerkkarten. Naja, und da gibt es noch mal ein bisschen was Spezielles, wenn wir das übers Azure-Portal machen. Da gibt es nämlich die sogenannten logischen Netzwerke. Die logischen Netzwerke, das ist nochmal so eine Abstraktionsschicht. So ein logisches Netzwerk hat einen IP-Adressbereich und hat eine VLAN-ID. Das ist hilfreich, wenn ich ein sehr komplexes Szenario habe, dann kann ich über die Zuordnung zu diesen logischen Netzwerken gleich die Segmentierung vornehmen. Wenn ich das nicht habe, wenn ich sage, nee, ich habe da nur eine flache Hierarchie im Netzwerk, naja, dann braucht man trotzdem mindestens ein Logical Network. Das habe ich uns vorab schon mal angelegt. Das heißt, dieses logische Netzwerk sehen wir hier schon. Der nächste Schritt, was wir benötigen, sind sogenannte Virtual Machine Images. Ein VM-Image ist letztendlich das, was verwendet wird, um ein solches neues System bereitzustellen. Naja, und jetzt können wir uns vorstellen, wenn ich hier gerade bei dem, was wir sehen, in Azure bin und wenn alles, was ich hier tue, auf meinem Server hier in Würzburg passiert, dann wäre es ungünstig, wenn der für jede neue VM, die ich bereitstelle, dort irgendwie 10 Gigabyte an Daten erstmal übertragen muss. Ich habe zwar eine sehr schnelle Leitung hier, aber 10 Gigabyte brauchen trotzdem ein bisschen, bis sie übertragen sind. Deswegen ist die Idee, dass dieses sogenannten VM-Images zuerst auf den Azure Stack HCI Cluster übertragen werden, damit die da schon mal lokal sind. Und dann werden die bei Bedarf von dort abgerufen. Und da gibt es jetzt drei Möglichkeiten, wo ich diese Images hernehme. Wir werden uns gleich so ein Image aus dem Azure Marketplace laden. Das ist die komfortabelste Variante, wo uns Microsoft komplett vorbereitete Virtual Machine Vorlagen hinlegt. Wir können das Ganze aber auch aus einem Storage Account in Azure nutzen. Das ist für all jene relevant, die Azure schon länger nutzen und die sagen, ich habe da schon ganz viel gespeichert und ich möchte das jetzt für Azure Stack HCI weiterverwenden. Die dritte Option aus einem lokalen Share, das ist für diejenigen interessant, die bisher klassisch lokal gearbeitet haben. Die sagen, ich habe da schon Virtual Machine Vorlagen, die liegen bei mir in einem File Share lokal. Dann muss ich die trotzdem hier hineinladen. Das Interessante ist, die werden dann nicht nach Azure geladen, weil die sind ja schon lokal in dem Share. Die werden bloß so abgelegt, dass der Azure Stack HCI Cluster darauf zugreifen kann. Und in Azure werden die Metainformationen gespeichert. Also wie heißt das Image, was steckt drin und wozu kann ich es verwenden? Wenn ihr jetzt also gleich im Azure Marketplace sagt, oh, da gibt es ja gar kein Linux, dann ist das richtig. Für Azure Stack HCI gibt es im Azure Marketplace aktuell noch kein Linux. Microsoft hat aber letzte Woche angekündigt, dass da kurzfristig auch eine Linux-Distribution auftauchen wird. Wenn ich heute ein Linux in der VM brauche, dann wähle ich einfach die dritte Option und sage, das habe ich in dem lokalen Share, das habe ich schon vorbereitet und das lade ich mir von dort aus hoch. Wir nutzen jetzt mal den Marketplace. Also ist eine von drei Optionen. So, und dann sehen wir, es gibt hier eine Liste von Images und Stand heute ist da Windows Server drin und Windows Client. Warum ist da Windows Client drin? Wir werden uns im nächsten Termin dem Thema Azure Virtual Desktop widmen. Azure Virtual Desktop, da geht es um das Bereitstellen von Remote-Arbeitsplätzen. Eine super spannende Alternative zu Remote Desktop Services. Und da haben wir typischerweise ein Client-Betriebssystem. Naja, vielleicht gibt es Kunden, die auch noch ein Windows 10 haben wollen. Ja, jetzt könnte ich hierher gehen und könnte sagen, okay, ich habe hier mal ein Windows 10, bin 10 Enterprise Multisession 22H2. Das ist nur der Name des Images. Und hier haben wir jetzt einen sehr spannenden Punkt, nämlich den Storage-Pfad. Wenn ihr unter Hyper-V arbeitet oder auch wenn ihr von VMware oder einer anderen Virtualisierungslösung kommt, dann seid ihr es gewohnt, dass ihr definiert, wo
Dinge abgelegt werden. Wenn ihr schon mal in Azure gearbeitet habt, dann wisst ihr, dass ihr dort nie Pfade spezifiziert. Ja, ihr wählt einen Service aus, ihr wählt die Größe des Services aus, also die Skalierung. Wir wählen eine Ressourcengruppe aus, die definiert so ein bisschen, wie das zusammengefasst ist. Und das kann auch Auswirkungen auf Abrechnungen und Berechtigungen haben. Und wir machen uns aber keine Gedanken in Azure, wo Microsoft, in welchem Pfad, in welches Verzeichnis Microsoft dann zum Beispiel eine virtuelle Maschine im Azure Rechenzentrum speichert. Und genau die Idee wird auch bei Azure Stack HCI weiterverfolgt, wo Microsoft sagt: Moment, wir sagen jetzt, das ist Azure On-Premises. Warum soll sich der Kunde plötzlich Gedanken machen, in welchem Verzeichnis die Daten liegen? Naja, wir haben es im ersten Termin besprochen. Azure Stack HCI bietet uns eine Hyper-Converged Infrastructure, das heißt, es wird mit den lokalen Laufwerken der Server ein hochverfügbares, hochredundantes, hochperformantes Storage aufgebaut. Aber innerhalb des Storage muss ich mich im Idealfall gar nicht mehr darum kümmern, wo meine Daten liegen. Das wäre die Default-Option. Naja, jetzt weiß Microsoft, dass es natürlich Kunden gibt, die sagen, das ist schön, dass es den Komfort gibt, aber ich möchte trotzdem definieren, dass meine virtuelle Maschine zum Beispiel unter C Cluster Storage Volume 1 VMs liegt und nicht irgendwo, wo das eigenverwaltet wird. Deswegen gibt es die Option, das manuell zu machen. Der Standard ist aber automatisch, dass ich mich da nicht mehr drum kümmern muss. Handle automatisch, es verhält sich wie Azure. Obwohl alles, was ich hier konfiguriere, jetzt dann auch die Tags und dann, das ist die Zusammenfassung, jetzt lokal auf meinem System passiert. Wir sind ja jetzt gerade beim Image-Download. Das heißt, er konfiguriert jetzt gerade die Anweisung für den Download von diesem Windows 10 Enterprise Multisession. Und dann startet der Download. Gerade ist er noch am Vorbereiten des Ganzen. Das heißt, das sogenannte Azure Resource Manager Template wurde erstellt. Jetzt wird es an die lokale Instanz übergeben und wird dort ausgeführt. Und da kommt ganz häufig die Frage, was ist denn jetzt, wenn genau in dem Zeitpunkt es hier zu einer Unterbrechung der Internetverbindung kommt? Also wir sind hier plötzlich disconnected. Dazu muss man wissen, ich habe ja jetzt eine Aktion ausgeführt, ich habe gewisse Werte eingegeben, habe was zusammengeklickt und das landet in einem sogenannten ARM Template. Dieses Azure Resource Manager Template könnt ihr euch vorstellen wie ein Textdokument mit ein paar technischen Anweisungen. Das sind also ein paar Kommandozeilen drin, das ist also nur wenige Kilobyte groß. Wenn dieses ARM-Template erstellt wurde, dann wird dieses ARM-Template übertragen an den lokalen Arc Resource Bridge Connector. Das heißt, erster Schritt, das wurde erstellt. Zweiter Schritt, das wird übertragen. So, und jetzt werden hier nicht Gigabytes übertragen, sondern es werden ein paar wenige Kilobyte übertragen. Und wenn das übertragen wurde, dann wird hier nochmal geprüft über eine Prüfsumme, ob das Ganze wirklich komplett angekommen ist und ob sich da auch nichts verändert hat. So, es gibt zwei Varianten. Variante 1, in dieser Phase 2 plus 3 kommt es zu einer Internetverbindungsunterbrechung. Er kann also das Config-File nicht sauber übertragen. Dann bekomme ich im Azure-Portal eine Fehlermeldung, wo er mir genau da, wo ich gerade bin, sagt: Du Manfred, das ARM-Template, das konnte nicht übergeben werden. Das kann nicht verarbeitet werden. Ich erreiche den Azure Stack HCI Cluster bei dir in Würzburg nicht. Variante 2 ist, der übergibt das Template an den Resource Manager hier rüber und der sagt, da ist ein Haken dran, das ist angekommen. Dann sehe ich im Azure-Portal, Template ist angekommen, der arbeitet da dran. Wenn es jetzt zu einer Internetverbindungsunterbrechung kommt, dann ist das nicht schlimm. Dann geht zwar der Download von diesem Image, was ich gerade runterlade, nicht weiter. Aber sobald die Internetverbindung wieder da ist, setzt er das fort, weil die komplette Anweisung, was zu tun ist, die ist ja schon lokal angekommen. Von daher ist Azure Stack HCI, was das Thema Internetverbindung angeht, absolut robust. Wir können ja mal rüberschauen, was mein System da jetzt macht. Ich gehe auf mein Cluster 14 drauf und ich schaue hier einmal auf die VM-Images und dann sehen wir,
Dieses eine Image wird ziemlich sicher jetzt mit Downloading drin stehen. So, und das sehen wir es auch. Hier ist das Image, das ist das neue, was wir ausgewählt haben. Da steht jetzt Downloading dran. Er hat es also an die Resource Bridge übergeben. Das läuft jetzt lokal. Natürlich braucht er eine Internetverbindung, um das erfolgreich fertigstellen zu können. Aber wenn es zu einer Verbindungsunterbrechung kommt, dann ist es wie bei jedem anderen Download auch. Sobald das Internet wieder da ist, kann das fortgesetzt werden. Ich muss also nicht eine permanente Verbindung zu Azure haben. Das ist nämlich etwas, wo viele Kunden Sorge haben. Ich habe ja hier auf meinem Cluster schon eine ganze Reihe von virtuellen Maschinen. Nehmen wir an, und die sind alle running, die laufen alle, nehmen wir an, es käme zu so einer Verbindungsunterbrechung, dann laufen die natürlich weiter. Ich sehe im Azure-Portal den aktuellen Status nicht mehr. Ich habe dann hier eine Information, dass der letzte Status running war, dass er aber da gerade nicht drauf zugreifen kann. Die laufen aber lokal weiter. Das bedeutet, wie ich im ersten Termin schon gesagt habe, Azure Stack HCI eignet sich nicht für eine Umgebung, die permanent disconnected ist, also die nie eine Internetverbindung hat. Aber Azure Stack HCI eignet sich wunderbar auch für Umgebungen, wo ich sagen muss, ich habe da immer wieder mal Situationen, wo keine Internetverbindung da ist. Läuft trotzdem alles weiter, gibt es keine Unterbrechung. Wenn ich jetzt natürlich eine neue virtuelle Maschine bereitstelle, und das wollen wir jetzt kurz zusammen machen, dann ist es wieder so, dass zum Zeitpunkt des Deployments, also wo dieses Template wieder an die lokale Umgebung übergeben wird, da brauche ich wieder die Sicherheit, dass die Verbindung da ist, dass er das Template nach lokal übergeben kann. Und schauen wir uns das mal an. Übrigens, wenn es Fragen gibt, nutzt gerne den Chat. Wir haben einen Chat hier in dem Zoom-Meeting. Ihr könnt also gerne in den Chat reinschreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Kommentare habt. Ich sehe das dann bei mir auf dem Bildschirm und kann dann da auch direkt drauf reagieren und kann die Frage hier dann direkt beantworten. Jetzt möchte ich mal eine neue VM erstellen. So, jetzt schauen wir uns das an. Die virtuelle Maschine, die hat erstmal eine Ressourcengruppe. Das ist so das Strukturelement in Azure. Also da habe ich eine Ressourcengruppe definiert. Das ist einfach ein Name, wo an diesen Ordner, an diesen Container verschiedene Dinge zugeordnet sind. Die virtuelle Maschine hat bei mir einen Namen, WCL14 VM08 soll die heißen. Die hat eine Location, die ist bei mir in Westeurope, also ist eine europäische Ressource. Security Type habe ich eine Standard Security. Ich würde gerne den Pfad wieder automatisch wählen, also ich möchte nicht festlegen, wo das liegen soll, das automatisch machen. Jetzt zeigt er mir hier alle Images an, die ich schon heruntergeladen habe. Das eine, was gerade noch runterlädt, zeigt er nicht an, weil das können wir ja noch nicht nutzen, das ist noch nicht komplett. Wir könnten aber sagen, wir installieren hier mal so ein Windows Server 2022 Data Center Azure Edition hinein. Das wollen wir da drin haben. Die virtuelle Maschine soll 4 virtuelle Prozessoren bekommen, vielleicht 4 GB Memory, keinen dynamischen Speicher. Und jetzt gibt es hier ein wichtiges Häkchen, was ich mir mit euch mal anschauen möchte, indem ich das bei der ersten Maschine mal rauslasse. Ich sage mal, diese Guest Management mache ich einmal aus. Und dann wird hier noch ein User angelegt, nämlich der Manfred, und der bekommt ein Kennwort und ein Passwort müssen wir zuordnen. So, das waren die Informationen auf der Seite. Also welches Betriebssystem soll da rein? Linux gibt es auch natürlich. Dann, wie groß soll die Maschine sein und die User-Konfiguration. Im nächsten Schritt könnte ich weitere Disks hinzufügen. Betriebssystemlaufwerk hat das System aber sowieso immer. Dann braucht der Netzwerkinterface, wenn der irgendwie nach außen kommunizieren können soll. Das bekommt bei mir Namen VM08 NIC01, also Network Interface Card 01. Das hängt an dem logischen Netzwerk. Die IP-Adresse soll dort automatisch konfiguriert werden. Und dann füge ich das hinzu. Dann könnte ich hier noch Text pflegen. Das hilft mir später beim Filtern von Objekten. Das kann mir helfen bei, wenn es um Abrechnung geht und ähnliches. Und dann habe ich die Zusammenfassung und ich kann das Ganze erstellen. Wichtig, durch den Klick auf Create, ich habe nochmal eine etwas andere Darstellung dabei, ist Folgendes passiert. Ich war im Azure-Portal, habe dort konfiguriert, wie die VM aussehen soll.
Durch den Klick auf Create hat er den Azure Resource Manager ja angetriggert, hat dort das Template erstellt, was über die Technologie Azure Arc auf meine lokale Azure Arc Resource Bridge übertragen wurde, da wo hier Edge steht, das heißt bei mir konkret Büro Würzburg, da steht das System. Naja, und da wählt er jetzt das von mir definierte VM-Image aus und stellt eine neue VM bereit. Wir sehen also hier die ganze Zeit Azure, aber eigentlich nutzen wir das nur als Bedienkonsole, als modernes, komfortables Werkzeug, um unseren lokalen Hyper-V-Host, der sich Azure Stack HCI nennt in diesem Fall, zu bedienen und dort eine neue virtuelle Maschine auszurollen. So, jetzt gehe ich nochmal auf meinen Azure Stack HCI Cluster zurück. Wir hatten ja gesagt, es dauert kurz, bis das alles richtig gelistet ist. Ich möchte die Zeit nutzen, mit euch eine weitere virtuelle Maschine bereitzustellen. Ich muss nämlich nicht warten, bis die 08er jetzt hier da ist, sondern das lassen wir den einfach mal machen. Ich mache eine neue VM und ich mache wieder hier meine RGASHCI CL14. Die virtuelle Maschine heißt WCL14 VM09. Wird wieder Standard Security Type. Ich nehme als Gallery Image wieder diesen Windows Server 2022 Data Center Azure Edition. Die bekommt wieder 4 GB Memory. Und jetzt enable ich mal das Guest Management. Das heißt, Unterschied zum ersten Deployment, das Guest Management ist aktiv. Und dann sehen wir, da gibt es zusätzliche Schritte. Ich habe wieder den User, der angelegt wird. Das ist der lokale Admin-User, den ich aber hier Manfred nenne. Jetzt kann der, wenn das Guest Management enabled wird, die Maschine automatisch in meine Domain joinen. Das möchte ich. Die Domäne ist Active Directory. Ich habe dort einen User, der heißt Administrator. mhw.de. Der hat ein Kennwort. Ich habe keine Domain-Unit, die ich spezifisch angeben möchte. Hier schreibt jemand, ich habe WM anstatt VM geschrieben. Vielen Dank für den Hinweis. VM. Technisch, ich hätte sie dann gesucht, weil sie natürlich anders sortiert wird. Genau, also vielen Dank für den Hinweis. VM09 habe ich mich vertippt. Also, Guest Management bietet mir schon mal den zusätzlichen Komfort, dass die Maschine im Rahmen des Deployments direkt in die Domäne gejoint werden kann. Jetzt habe ich hier versehentlich meinen User rausgelöscht. Wie konnte das passieren? Wahrscheinlich, weil ich da noch mal rausgegangen bin, hat er das nicht übernommen. Machen wir das halt noch mal kurz. So, das passt. Dann zusätzliche Datenlaufwerke habe ich wieder keine. Das fügen wir gleich im Nachgang hinzu. Das können wir nämlich auch schon machen. So, dann kommt Netzwerkinterface dazu. Machen wir hier wieder WCL14 VM09 NIC 02 01. Das ist die erste dort. Netzwerk nehmen wir das hier und wieder automatische Zuweisung. Dann Text definieren wir keine. Hier haben wir die Zusammenfassung über die Maschine. Guest Management enabled und wir erstellen auch die. Packt es wieder zu so einem Template zusammen. Sobald das Template fertig ist, übergibt er das an den Resource Manager und stellt das bereit. Jetzt das Schöne an diesen Templates ist, wir können die runterladen. Nehmen wir an, diese VM09 ist eine spezielle Konfiguration, die ich immer wieder brauche. Dann muss ich nicht jedes Mal durch diesen Assistenten durchklicken für jede VM und für jeden Kunden, sondern ich speichere mir zum Beispiel als Dienstleister einmal dieses Template und immer wenn ich diesen VM-Typ brauche, sage ich auch bei dem Kunden, wende ich das Template an. Das funktioniert natürlich sehr gut, wenn ich eine gewisse Standardisierung habe.
Wenn ich sage, ein Domain-Controller sieht immer so aus, ein File-Server sieht immer so aus, der hat vielleicht unterschiedlich viel Kapazität, aber er hat bestimmte Konfigurationseigenschaften, dann geht das perfekt. Wenn jede VM komplett individuell konfiguriert wird, dann bringt mir das mit dem Template natürlich wenig Vorteile. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt Azure. Wenn wir unter Azure eine virtuelle Maschine ausrollen, dann können wir ja nicht Memory und CPUs beliebig konfigurieren, sondern es gibt sogenannte VM-Sizes, also gewisse Größenklassen. Und innerhalb dieser Größenklassen wählen wir aus und dann wird die passende Maschine dort bereitgestellt. Jetzt schauen wir nochmal auf unseren Cluster. Und der 14er war es. Wir schauen dort auf die Virtual Machines. Und da sehen wir, die VM 08 ist schon da mit Accepted. Die 09 ist gerade noch so im Deployment hier. Das heißt, die wird dann gleich irgendwie auftauchen an der Stelle. So, jetzt möchte ich mit euch mal auf diesen Host Remote draufschauen. Das heißt, ich verbinde mich dort mal über eine Remote-Desktop-Verbindung hin. Das wäre in der Praxis aber jetzt nicht notwendig. Also was ich jetzt mache, war ich nur, um euch zu zeigen, die Maschine, die entsteht wirklich bei mir in Würzburg auf der Server-Hardware. Ihr müsstet euch da nicht hin verbinden. Das ist also jetzt ein Schritt, der nur zur Visualisierung erfolgt, der in der Praxis überhaupt nicht notwendig ist, weil wir da, wie gesagt, alles übers Azure-Portal machen. Jetzt muss ich mich da mal kurz authentifizieren. Das seht ihr noch nicht. Da brauche ich einen Usernamen. So eine klassische RDP-Verbindung, die ich jetzt aufmache auf den Server, der dort steht. Schauen wir mal, ob wir den hier richtig haben. Ich schiebe mir den hier noch mal ganz kurz rüber, ob es die richtige Maschine ist. Dann seht ihr das auch gleich. Und das sieht ganz gut aus. Nur, dass hier die Verbindung getrennt ist. Kurzen Moment. Das haben wir, das haben wir. Und vielleicht gehen wir hier noch über eine RDP-Verbindung auf die Maschine. Ja, sehr gut. So können wir uns das, glaube ich, gut anschauen. So, ich schiebe das jetzt mal hier rüber. Jetzt sehen wir Folgendes. Das da wäre der Azure Stack HCI Host. Ja, das da, was wir sehen, dieses schwarze Fensterchen, so sieht Azure Stack HCI aus. Das hatte ich im ersten Termin mal erklärt. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, warum ich so explizit darauf hingewiesen habe, dass wir uns in der Praxis da gar nicht hin verbinden würden und auch nicht müssten. Das ist ein Server Core, das macht nicht viel Spaß, mit dem zu arbeiten. Ja, also da sind wir gedanklich ja eigentlich dann wo ganz anders im Azure Portal. Das minimiere ich mal gleich wieder. Jetzt könnte ich aber natürlich hergehen und könnte sagen, ich nehme mal das Windows Admin Center und verbinde mich auf diesen WCL14. Das ist genau der. Und wenn ich hier die Liste einmal aktualisiere der Maschinen, dann werden wir sehen, ah, da unten ist schon eine VM08 und eine VM09. Das sind genau die, die ich gerade eben deployed habe. Die entstehen dort auf meiner Server-Hardware. Alternativ könnt ihr euch das auch über einen Failover Cluster Manager anschauen. Da seht ihr im Failover Cluster Manager gibt es eine VM8 und eine VM09. Und wer jetzt diese Tools kennt und sagt, ja, kann ich diese auch verwenden, dann seht ihr ja, ich komme da auf den Server drauf. Ich komme auf den Cluster drauf. Ich kann hier natürlich VMs starten. Ich kann sie beenden. Ich kann Konfigurationsänderungen sehen. Ich kann hier auf die Settings reingehen. Das sind diese Dinge, die wir im Azure-Portal gemacht haben. Speichergröße, Anzahl der Prozessoren, Laufwerke, vielleicht Netzwerkinterfaces. Das kann ich alles hier natürlich konfigurieren. Aber jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Wenn ich im Failover Cluster Manager Dinge konfiguriere oder im Windows Admin Center, dann funktionieren die perfekt, aber das Azure Portal bekommt die nicht automatisch mit. Das heißt,
Es kann mir dann passieren, wenn ich lokal eine VM anlege. Machen wir das doch mal. Machen wir ganz schnell hier lokal eine neue virtuelle Maschine. Wer Hyper-V kennt, kennt das Vorgehen. Machen eine New Virtual Machine. Diese neue virtuelle Maschine will ich erstellen. Diese virtuelle Maschine, die bekommt hier einen Pfad, wo ich sie hinspeichere. Hier muss ich ihn auswählen. Ja, bin ich plötzlich selbst verantwortlich. Da gibt es ein Cluster Storage. Da gibt es ein User Storage. Naja, und da schmeiße ich das jetzt irgendwie rein. Und dann nenne ich die hier VCL14 VM. Ja, wie nennen wir sie? Die 01er gibt es noch gar nicht. Ja, die hatte ich aber gleich im Azure-Portal. Machen wir eine VM99, ist die ganz am Ende. Dann bekommt die eine Generation 2, dann bekommt die Speicher 4 GB Memory. Dann Netzwerk lassen wir mal raus. Das wäre hier die Einstellung, den Datenspeicher. Und dann bräuchte ich noch ein Betriebssystem. Das lassen wir hier auch mal raus. So, jetzt habe ich hier also eine VM99 angelegt. Diese VM99, die wird im Azure-Portal nicht auftauchen, weil das Azure-Portal davon nichts mitkriegt. Das heißt, es wird von der lokalen Instanz nicht angetriggert, noch nicht. Microsoft arbeitet da wohl dran, dass diese Maschinen, die lokal angelegt sind, auch gelistet werden. Aber ihr müsstet euch bei Azure Stack HCI einfach merken, dass neue Objekte im Idealfall über das Azure-Portal angelegt werden. Eine neue virtuelle Maschine, ein neues VM-Image, eine neue Disk, ein neues logisches Netzwerk. Wenn ich vorhandene Objekte dann anpassen möchte, also wenn ich hierher gehe und sage, ich möchte dieser VM in den Settings den Speicher zum Beispiel ändern, ja, oder ich möchte mal die Anzahl der virtuellen Prozessoren ändern, da muss die Maschine aus sein, aber jetzt nehmen wir an, wir ändern mal den Speicher auf 4 GB. Sowas geht ja im laufenden Betrieb, sofern sie den Speicher gerade nicht komplett benötigt. So, jetzt habe ich das auf 4 GB geändert. Mein Azure-Portal wird ein bisschen brauchen, bis es das merkt, aber es hat das Objekt der virtuellen Maschine schon. Das heißt, die VM04, die ist im Azure-Portal bekannt, die ist da. Er muss also nur diese Update-Information bekommen, dass die jetzt nur noch 4 GB Memory hatten. Das funktioniert. Es ist kein neues Objekt, es ist nur eine Änderung an dem vorhandenen Objekt. Wie gesagt, wenn ihr jetzt sagt, ah, das ist aber ganz ungeschickt, ich würde gerne einen Mix aus allen Tools verwenden. Ich würde gerne auch neue virtuelle Maschinen über das Windows Admin Center oder über den Failover Cluster Manager anlegen können. Dann könnt ihr das Stand heute schon machen. Da geht nichts kaputt. Die werden bloß hier noch nicht gelistet im Azure-Portal. Und wie gesagt, Microsoft arbeitet an einer Lösung, dass dann dieses Listing auch dort möglich ist, dass die quasi so die Meta-Informationen importiert werden können. Wenn ihr sagt, naja, ich fände es jetzt aber schon schön, wenn ich Azure Stack HCI habe und dass dann wirklich alles hier sauber im Azure-Portal auftaucht, dann müsstet ihr halt bitte dran denken, dass ihr neue Objekte immer übers Azure-Portal anlegt. Und ein neues Objekt ist halt zum Beispiel auch eine Festplatte, die wir an so eine Maschine anfügen oder eine Netzwerkkarte. Jetzt sieht es so aus, wie wenn diese zwei Maschinen fertig deployed wären. Das heißt, es hat nicht ewig gedauert, aber naja, wenn ihr eine neue VM installiert, würdet ihr bei klassischen Tools ja sicher auch 5 bis 10 Minuten da eigentlich brauchen, bis das Deployment abgeschlossen ist. Wir gehen jetzt nochmal auf die lokale Umgebung drauf. Und wir verbinden uns einfach mal auf die VM08. Das war die VM ohne Guest Management. Und wenn ich mich auf die VM ohne Guest Management verbinde, gehe ich hier mal rein. Dann hatte ich hier einen lokalen User angelegt, nämlich den Manfred. Ihr seht, ich kann mich auf die Maschine verbinden. Die läuft lokal, ich kann die nutzen. Das kann mein File-Server sein, mein Applikations-Server. Das wisst ihr am besten, was ihr mit euren virtuellen Maschinen macht. Das kann alles diese Maschine auch. Die hat die volle Funktionalität, nur dass mein Tool für die Bereitstellung Azure war. Die hat also kein Guest Management aktiv, diese Maschine. Jetzt schauen wir hier mal nach Systemsteuerung Software, gucken mal, was auf dieser Maschine so installiert wurde. Dann seht ihr, das sieht so aus, wie wenn ihr die Maschine manuell installiert hättet. Da ist irgendwie ein .NET Framework Installation da und Microsoft Edge. Das ist ein Windows Server 2022 VM.
Jetzt schnappen wir uns mal die Maschine, wo wir das Guest Management aktiviert haben. Ich verbinde mich auf die Maschine. Dann sehen wir schon mal ein kleiner Unterschied. Die ist in der Domäne. Ich kann mich direkt in der Domäne anmelden. Ich habe natürlich auch den lokalen User Manfred, aber ich kann mich hier auch als Administrator at mhbü.de anmelden oder auch mit einem anderen User, der da berechtigt ist. Habe also schon mal den Domain-Join automatisch mit drin. Musste nicht manuell machen. Ist ein kleiner Komfort, aber ist ein schöner Komfort. Gerade wenn wir viele VMs deployen, weil dieser Domain-Join ja auch immer einen Neustart erfordert. Der ist hier schon abgeschlossen, das ist alles schon durch. Und wenn wir hier mal das Gleiche machen, wir gehen mal in die Systemsteuerung und gehen dort mal auf die Liste der Programme, dann sehen wir, da ist etwas Zusätzliches installiert. Der Azure Connected Machine Agent. Das ist nämlich der Azure Arc Agent. Und der bedeutet Guest Management enabled. Also, das ist genau das, was er uns hier gefragt hat. Guest Management ist aktiv auf der Maschine. Jetzt ist die Frage, was habe ich denn eigentlich davon? Wir schauen mal auf die Maschine im Azure-Portal ohne Guest Management, weil ihr merkt schon ein bisschen, das Azure-Portal ist unser Tool für die Verwaltung, für Azure Stack HCI. Und das Schöne ist, das kostet nichts. Also wir haben im ersten Termin darüber geredet, was Azure Stack HCI kostet. Ich brauche die passende Hardware und dann gibt es verschiedene Formen der Lizenzierung. Aber für diese Logik und Mächtigkeit des Portals zahle ich nichts extra. Jetzt gehe ich also mal auf die VM, die kein Guest Management aktiv hat. Und ich sehe hier die virtuelle Maschine. Ich sehe, die hat 4 virtuelle CPU-Cores, die hat 4 GB Memory. Die hat keine zusätzlichen Datendisks. Soll es aber mein File-Server werden? Die braucht eine Datendisk. Also gehe ich in die Settings und ich gehe auf die Disks und ich füge dir mal eine neue Disk hinzu. Und ich sage hier, das ist mein Vue CL14 VM08 Disk 01. Ja. Die hat eine Größe von, ja, machen wir 450 GB, dynamisch. Pfad soll er wieder automatisch wählen. Möchte ich mich nicht drum kümmern. Klicke ich auf Add und Save. Ich bin im Azure-Portal. Ich bin also irgendwo, ich sitze in Würzburg. Das heißt, die Portalseite wird mir ziemlich sicher aus dem Rechenzentrum in Frankfurt geliefert. Ich sehe also diesen Screen, den ich habe. Der kommt aus dem Rechenzentrum in Frankfurt. Die Aktionen werden aus meinem Server in Würzburg ausgeführt, der bei mir im Büro im Serverraum steht. Das ist jetzt, ich bin gerade im Homeoffice, also der ist ungefähr 2 Kilometer von hier weg. Ja, aber die Aktionen gehen den Umweg über Frankfurt, wo mir das Portal gespiegelt wird. Ausgeführt werden die alle lokal. Das heißt, das sind nur Anweisungen, die darüber gehen. Es werden da keine Daten von mir hin und her transferiert oder sowas, sondern es geht immer nur um die Anweisung, was sollte jetzt eigentlich passieren. Ja, Disk hinzufügen. Ich könnte die Größe der VM ändern. Ja, ich könnte sagen, die braucht mehr virtuelle Prozessoren, die braucht mehr Speicher oder weniger Prozessoren. Eine Größenänderung. Ich kann mich darauf verbinden, ich kann Netzwerkeinstellungen vornehmen. Wenn wir ein bisschen weiter gucken, dann werden wir feststellen, oh, da gibt es auch Security. Wenn wir auf Security gehen, dann kommt so eine weinende Wolke. Also so eine Träne soll das sein. Ist ganz traurig. Das geht nicht, das Guest Management. Das fehlt uns nämlich hier. Dann auch bei Extensions werden wir merken, gibt es Einschränkungen. Und bei der Configuration gibt es Einschränkungen. Das heißt, wir werden bei der ohne Guest Management an ganz vielen Stellen sehen, da gehen jetzt Dinge nicht. Ich kann aber auch für so eine VM ohne Guest Management die Größe ändern. Ich kann eine Disk anhängen. Das validieren wir gleich. Das dauert bloß kurz. Ihr seht, da oben arbeitet er noch. Der ist noch Creating Disk. Also wenn ich jetzt nachgucken würde, ist die noch nicht da. Aber wir prüfen das schon gleich noch. Jetzt schauen wir mal auf die Maschine mit Guest Management, die VM09. Diese Dinge wie eine Disk hinzufügen gehen da natürlich genauso. Oder was auch bei dem ohne Guest Management gegangen wäre, die Größe ändern, geht da genauso. Aber hier kann ich jetzt plötzlich zum Beispiel auch auf die Security gehen
und kann sagen, ich möchte hier den Defender aktivieren. Und der ist bei mir standardmäßig aktiv, weil ich da eine Policy habe. Und das seht ihr, das gibt es hier unten. Das heißt, bei mir gibt es eine Policy. Jeder neue Server bekommt automatisch im Bereich der Security den Defender aktiviert. Und da merkt ihr jetzt, wo so die Vorteile liegen, wenn wir dieses Guest Management aktiv haben. Ich erweitere mal die Bereiche. Ich habe plötzlich nicht nur die Dinge, die ich für so eine VM aus Sicht des Hosts ändern kann, sondern ich habe durch diesen Azure Arc Agent auch Zugriff auf die Funktionalitäten innerhalb der VM. Ich kann also innerhalb der VM Änderungen vornehmen. Ich kann da Erweiterungen rein installieren. Ich kann dort ja, Richtlinien anwenden. Ich kann dort Konfigurationen senden. Ich kann Updates verwalten. Und das ist eine super spannende Sache, das Thema der Updates. Es ist nämlich so, dass wir für Updates, naja, wie machen wir das bei den Updates? Entweder wir machen das manuell. Oder wir machen das über WSUS, Windows Server Update Service, das gibt es weiterhin. Oder wir machen das über Third Party, gibt es ganz viele Tools am Markt. Oder wir machen das über Azure Update Management. Das Azure Update Management ist eine coole Sache. Das ist nämlich genau dieser Knopf hier. Der funktioniert, wenn ich das Guest Management aktiv habe. Azure Update Management kostet eigentlich pro Maschine, für die ich das nutze, $5 pro Monat. Aber für Maschinen auf Azure Stack HCI ist das kostenfrei mit dabei. Das heißt, das Azure Update Management ist eine dieser sogenannten Azure Benefits, die wir auf Azure Stack HCI haben. Und das war ja, wie wir im ersten Termin gesagt haben, auch einer der Gründe, warum man sich für Azure Stack HCI entscheidet, weil man viele Dinge, die man am klassischen Server nutzt, ja bei Azure Stack HCI quasi mit dabei hat, ohne dass man dafür nochmal was extra zahlen muss. Das ist natürlich eine ganz spannende Option. Es gilt in vielen anderen Bereichen auch. Update Management, dann aber auch ja, dann so Dinge wie das ganze Konfigurationsportal und die Größenverwaltung und so weiter, alles was da dahinter hängt. Entscheidet aber ihr oder entscheidet der Kunde, ob er das Guest Management möchte, ob er sagt, ich möchte auch in der VM über das Azure Portal Verwaltungsaktionen durchführen können oder ob er sagt, nee, ich sehe das nur auf Host-Ebene, das heißt, alles, was ich dort mache und in die VM hinein, brauche ich das gar nicht. Und wenn ihr jetzt sagt, naja, aber jetzt lass uns doch noch mal kurz drüber reden, wo liegen denn die Vorteile? Wir hatten ja schon gesagt, wenn wir ja, Windows Server 2022 Data Center lizenzieren mit Software Assurance. Da hatten wir im ersten Termin drüber gesprochen. Und wir können auch die Software Assurance zur Lenovo ROC Lizenz hinzufügen. Das geht ganz unkompliziert. Dann habe ich also die kostengünstige Lenovo ROC Lizenz mit den leistungsfähigen Erweiterungen der Software Assurance an der Stelle drin. Heißt, es würde so aussehen: Wir nehmen Lenovo ROC Lizenz, packen die Software Assurance dazu, dann haben wir den sogenannten Azure Hybrid Vorteil, dann zahlen wir für Azure Stack HCI nichts und wir zahlen auch für die virtuelle Windows Server Nutzung nichts. Das ist alles in der Lenovo ROC Data Center in Verbindung mit der Software Assurance enthalten. Und jetzt ist aber das Interessante: Wenn ich dieses Lizenzbundle wähle, dann habe ich zwei Installationsoptionen. Ich kann entweder Windows Server Data Center installieren mit Storage Spaces Direct und Hyper-V. Oder ich kann Azure Stack HCI installieren. Nicht beides. Ich muss mich für eins von beiden entscheiden, was ich auf der Hardware installiere. Wenn ich Windows Server Data Center mit Hyper-V und Storage Spaces Direct installiere, dann habe ich als Verwaltungstools den Failover Cluster Manager und ich habe als Verwaltungstool das Windows Admin Center, was ich nutzen kann. Das Azure-Portal kann ich dann nicht zur Verwaltung verwenden. Außerdem
habe ich auf diesem Windows Server 2022 Data Center keine Azure Benefits, weil die VM, die startet, also hier zum Beispiel die VM 09, die fragt beim Start, wo laufe ich denn hier eigentlich? Wenn die auf der Lenovo Hardware läuft, dann bekommt die eine Rückmeldung, läufst auf einem Lenovo Server, dann kann die die passenden Treiber laden. Wenn die unter VMware läuft, bekommt sie die Rückmeldung, du läufst unter VMware, dann kannst du die VMware Tools laden. Wenn sie unter Hyper-V läuft, dann bekommt sie die Rückmeldung, läufst unter Hyper-V, kannst du die sogenannten Integrationsdienste laden. Und wenn die unter Azure's DKCI läuft, dann bekommst du die Rückmeldung, du läufst in Azure. Und damit hat sie die ganzen Azure-Vorteile und Benefits. Das heißt, aus meiner Sicht, das ist aber meine persönliche Meinung und Empfehlung an euch, wenn ich Azure's DKCI nutze, dann habe ich alle Möglichkeiten von Hyper-V, weil ich kann die lokalen Tools immer noch verwenden. Ich hatte euch gesagt, wenn ihr über die lokalen Tools arbeitet, dann tauchen im Moment die neuen Objekte hier noch nicht auf, aber die nimmt euch niemand weg, diese traditionellen Verwaltungstools. Die könnt ihr weiter verwenden und wenn ihr sagt, ich brauche das im Azure-Portal im Moment gar nicht, dann nehmt ihr einfach die lokalen Tools. Wenn ihr aber für euch einen Benefit erkennt, dass ihr sagt, oh, ich darf jetzt bestimmte Azure Services exklusiv nutzen, Azure Virtual Desktop, ich habe das Update Management mit dabei, ich habe das sogenannte Hot Patching mit dabei, dass ich also Server im laufenden Betrieb aktualisieren kann, ohne dass die jedes Mal einen Neustart brauchen. Ich habe Extended Security Updates für meine Server dabei, also einen längeren, verlängerten Support-Zyklus und, das alles ohne Mehrkosten. Dann habt ihr doch bei identischer Lizenzierung viel mehr Vorteile, wenn ihr euch für Azure's DKCI entscheidet. Wie gesagt, kostentechnisch ist kein Unterschied, wenn wir immer von der Kombination Lenovo ROC Lizenz plus Software Assurance ausgehen. Ja? Wenn wir das nutzen, die Kombination, dann haben wir genau die beschriebenen beiden Auswahloptionen bei Wahl von Azure's DKCI, aber definitiv mehr Möglichkeiten. Naja, und jetzt schauen wir mal rein, ob unsere letzte Änderung geklappt hat. Jetzt habe ich lang genug erzählt, sodass diese VM08, wenn ich hier auf die Settings gehe, eine zweite Festplatte haben müsste. Und da ist sie auch. Die Festplatte, die hat einen ganz grauseligen Namen, den hätte ich nie so festgelegt. Der hat nämlich da hinten so einen Identifier dran. Aber ich habe ja auch gesagt, der soll das bitte automatisch managen. Ich wollte mich gar nicht drum kümmern und genau. Das hat er hier letztendlich auch gemacht. Also, ich mache das sehr, sehr gerne. Ich nutze das sehr gerne, das Azure-Portal für das ganze Management. Und ihr seht hier, was ich für die VMs gemacht habe. Das gibt es natürlich auch für den Cluster selbst. Auch den Azure's DKCI Cluster kann ich über Azure die Updates verwalten. Ich kann ihn sichern, also das sogenannte Disaster Recovery. Ich kann ihn absichern. Und so weiter. Wichtig, es gibt hier dann schon einzelne Punkte, wie zum Beispiel das Thema Disaster Recovery, wo es noch Kosten geben kann. Also Update Management, sagen wir mal, das ist das zweite in der Liste, das ist kostenfrei inkludiert. Disaster Recovery ist nicht standardmäßig aktiv, aber wenn ich es aktiviere, dann brauche ich dort ja Speicherplatz zum Sichern meiner Maschinen. Und dafür entstehen dann zusätzliche Kosten. Ist aber unsere Entscheidung, ob wir das darüber machen oder über eine Drittanbieterlösung an der Stelle. So, jetzt schauen wir mal. Machen wir mal einen kleinen Refresh. Ich hatte vorhin, meine ich, lokal an der VM04 den Speicher geändert. Das hat er jetzt hier auch mit rübergenommen. Also das ist das, wo ich sagte, das dauert zwar ein bisschen, bis er das mitbekommt, aber wenn ich von vorhandenen Objekten lokal eine Größe ändere, den Speicher oder die CPU-Kerne oder die Größe einer Festplatte, dann bekommt das hier schon mit. Wenn ich aber Dinge lokal neu anlege, dann fehlen ihm die Metainformationen im Azure-Portal, dadurch geht nichts kaputt, aber ich kann es dann halt dort nicht verwalten. Jetzt könnten wir diese VM08 nochmal hernehmen und könnten sagen, die wollen wir mal in der Größe ändern. Und ich möchte dir mal anstatt 4 8 virtuelle Prozessoren geben. 8 virtuelle Prozessoren, es bleibt bei 4 GB Memory. Und ich speichere das mal. Sehen, es wird hier oben gerade noch verarbeitet. Das heißt, er ist noch beim Update Size, ist also noch nicht abgeschlossen. Das heißt, wenn ich jetzt lokal nachgucken würde, hätte er noch die alte Größe.
Dauert einen kurzen Moment, bis das verarbeitet ist, aber bei der Größe, da müssen keine Objekte lokal nochmal kopiert werden oder so. Das ist ja wirklich nur ein Wert, der geändert wird. Da kommt aber ganz häufig die Nachfrage: Mensch, Manfred, wie hast denn du das gemacht? Hyper-V kann doch im laufenden Betrieb gar keine virtuellen Prozessoren von der Anzahl ändern. Und das ist richtig, wenn wir mal in die klassischen Hyper-V-Tools reinschauen. Also gehen wir hier mal hier auf die VM09 zum Beispiel und dort auf die Settings. Dann sehen wir, ich kann zwar den Speicher im laufenden Betrieb ändern und ich kann da auch Netzwerkkarten hinzufügen und vorhandene entfernen, aber das Feld der Prozessoren ist ausgegraut. Also, da sagt mir das traditionelle Hyper-V-Verwaltungstool, der sogenannte Hyper-V-Manager: Tut mir leid, das geht im laufenden Betrieb nicht. Da müsste ich die Maschine erst ausschalten, wie es ja zum Beispiel bei der VM99 der Fall ist. Und wenn so eine Maschine aus ist, dann kann ich hier auch die Anzahl der Prozessoren ändern. Jetzt ist es unter Azure genau das Gleiche. Wenn ihr in den Azure-Rechenzentren eine virtuelle Maschine habt, dann gibt es dort eine Möglichkeit, die Größe zu ändern. Das geht aber nicht im laufenden Betrieb. Das heißt, wie macht das Azure? Wenn ihr die Größe ändert, wird die Maschine ausgeschaltet, die VCPUs werden geändert und dann wird sie wieder angeschaltet. Und genau das Gleiche ist bei uns mit der VM08 passiert. Das heißt, er hat die VM08 einmal kurz ausgeschaltet, hat dann die VM08 die Größe geändert, nämlich auf 8 virtuelle Prozessoren und hat sie dann wieder angeschaltet. Und das sehe ich daran, wenn ich mich jetzt hier mal einlogge. Die sagt, die Maschine wurde unerwartet heruntergefahren. Das ist natürlich nicht so schön, macht er aber unter Azure genauso. Das heißt, das ist etwas, was ich als Admin wissen muss, dass dieses Turn-off und Turn-on passiert. Das ist genau die Meldung hier. Die kennt ihr vielleicht, wenn ihr schon mal so einen Server unerwartet ausgeschaltet habt. Das hätte ich aber natürlich, wenn ich das weiß, vorher anders machen können. Ich hätte nämlich auf die Maschine gehen können, hätte sagen können, diese Maschine, die stoppe ich einfach mal, ja, die fahre ich herunter, dann ändere ich die Größe und dann starte ich sie hier wieder. Das heißt, ich kann auch Einfluss drauf nehmen, kann Maschinen aus dem Azure-Portal stoppen, kann sie starten, kann dann natürlich über das Azure-Portal auch Self-Services anbieten, weil durch den Access Control hier kann ich genau definieren, wer hat in welchem Umfang auf welche Maschine Zugriff. Ich könnte also auch einen User anlegen, der nur virtuelle Maschinen starten und neu starten kann, aber nicht herunterfahren und schon gar nicht löschen. Das heißt, jede dieser Aktionen kann ich über entsprechende Berechtigungen beeinflussen. Gut, ich hoffe, ihr habt ein paar spannende Einblicke bekommen, wie das Virtual Machine Management unter Azure Stack HCI funktioniert. Das heißt, eine moderne Variante des Managements über das Azure Portal. Einen ganz speziellen Service werden wir uns am 19.06. anschauen. Da geht es nämlich um Azure Virtual Desktop und da seid ihr herzlich dazu eingeladen, dass ihr euch da auch wieder anmeldet. Man müsste sich auch dort nochmal anmelden. Unten ist die URL für die Landingpage. Das heißt, man meldet sich für jeden Webcast aus der Serie quasi einzeln an. Warum ist Azure Virtual Desktop so spannend? Ich werde es im nächsten Termin dann auch ausführlich erklären. Remote Desktop Services gibt es zwar weiterhin im Windows Server, und wir können da auch Office nutzen und Microsoft 365 nutzen. Es ist aber so, dass Microsoft von uns verlangt, in Zukunft den Server häufiger zu aktualisieren. Kann man machen und für viele Kunden passt das. Es ist aber für manche Kunden auch so, dass sie sagen, naja, wenn wir jetzt diesen kürzeren Release-Zeitraum haben, dann könnte es ja auch spannend sein, vielleicht nicht einen Server zu verwenden, sondern ein Client-Betriebssystem. Und genau darum geht es bei Azure Virtual Desktop im Fokus. Das kann zwar auch Windows Server Desktops bereitstellen, aber eigentlich geht es um den Client Desktop. Und das werden wir uns im Detail anschauen, wie Azure Virtual Desktop genau aussieht als Alternative zu den Remote Desktop Services. Wir werden uns anschauen, was es kostet und wie es konfiguriert wird. Und auch da nutzt man natürlich wieder das Azure-Portal. Ich sage euch an der Stelle vielen Dank für eure Zeit. Wenn es Fragen gibt, schreibt sie gerne in den Chat hinein.
Wenn es die Frage gibt, ob die Präsentation geteilt wird, ja, die stelle ich der Firma Bytec als PDF zur Verfügung. Eine Aufzeichnung ist ja auch gelaufen, die wird im Nachgang an die Termine auch zur Verfügung gestellt. Und ansonsten, wie gesagt, sage ich einen schönen restlichen Tag. Ich hoffe, es war eine spannende Stunde für euch und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns am 19.06. dann um 11 Uhr wiedersehen.